Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Unboxing. Das Devolo Smart Home Control Starter Paket. Ja, das ist das Starter Paket, bestehend aus Smart Home, der Steckdose und einem Bewegungsmelder. Nee, Tür-Fenster-Kontakt ist das, ein Tür-Fenster-Kontakt. Weil die sehen gleich aus wie die Bewegungssensoren, aber habe ich, fast gleich. Ach Mensch, fällt doch nicht runter. So, das ist ein Bewegungssensor. Ihr seht halt dieses Ding, ja. Und der Türfenster, der sieht so ähnlich aus. Der hat aber hier noch diese Pinöpel dran. Das wird separat herangeklebt, um zu zeigen, damit das alles funktioniert. Also wenn da Kontakt entsteht. So, jetzt packen wir das erstmal aus, würde ich sagen. Ich freue mich schon drauf. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wie ich dieses Video hier am besten machen werde oder die Videos zu dem Devolo Smart Home am besten machen werde. Oh, bisschen eng drin. Und hier seht auch noch mal, steht auch nochmal zentrale Tür-Fenster-Kontakt. Schalte den Schalter und Messsteckdose. Ja. Die kann man schalten, die misst aber auch gleichzeitig, wie viel Strom bei uns durchgeht. So, da haben wir denn hier Devolo Smart Home Control Security ID. Ist hier, steht hier noch drauf und eine Seriennummer habe ich und die Security ID ist eine lange Nummer. Die werde ich euch jetzt aber mal nicht zeigen. Auch alles wieder sehr schön erklärt. Och, der ist ja putzig, der ist ja kleiner als ich gedacht habe. Also das ist der Fensterkontakt. Ich werde mal alles erstmal rauspacken. Also der ist kleiner, als ich gedacht habe. Das kann ich euch schon mal verraten. Ach, hier ist ja noch, hier ist ja so viel Platz noch drin. Hier, guck mal, hier haben wir noch Platz. Da hätte ja noch was drin gepasst. Da kann man, das ist bestimmt vorgefertigt für größere Starterpakets, wenn man hier noch zwei, kann man noch zwei Sachen drin machen separat. So, dann haben wir hier Aufkleber, so wie es aussieht. Und hier sind die Karten für die drei Produkte, die da drin sind. So. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben hier einen schönen, dicken Kettkabel, so wie aus 7A. So. Dann haben wir die Steckdose. Und das ist das Smart Home Control Center. Dazu werde ich euch dann im Hardware-Video auch genauere Sachen sagen können, die ich jetzt schon mal weiß. Ja, also ihr erhaltet im Starterpaket praktisch, ich werde mal ranzoomen, dann seht ihr das ein Stück besser. Ihr bekommt halt das Smart Home an sich. Hier ist auch ein USB-Anschluss. Das Smart Home bekommt ihr. Ihr bekommt eine Steckdose. Ihr bekommt ein LAN-Kabel. Das ist der Türkontakt bzw. Fensterkontakt mit dem anderen. Das ist praktisch, wo kommt es hin? Hier irgendwo ist der Sensor drin. Ah, hier. Das ist der Sensor, der das praktisch wahrnimmt. Und die arbeiten dann beide halt zusammen. Dann haben wir auch hier noch Schrauben mit bei, falls wir das anschrauben wollen. Aber ich werde es definitiv mit diesen Klebeteilen festkleben, weil ich möchte keine Löcher in meinen Türen und ich darf auch keine Löcher in meinen Türen machen. Deswegen ist es gut, dass sie dafür auch
eine Möglichkeit haben. Dann haben wir dreimal die Karten zu den Produkten und natürlich, ja, seht ihr das? Ja, das Heft. So, das soll es soweit zum Unboxing gewesen sein. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder, wo wir uns die Hardware denn nochmal genauer angucken werden. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.